Jo, hallo Freunde, ich begrüße euch einmal wieder und will euch einmal wieder was Neues vorstellen. Und da ich das Ganze gratis bekommen habe, wird das auch als Werbevideo deklariert. Ja, es handelt sich dabei um diese Olight Seeker 2 Pro. Und zwar das Ganze in Blau, meine Lieblingsfarbe bei diesen Taschenlampen. Also die sind echt stark. Ja, wenn das interessiert, der schaut gerne zu, wenn das nicht interessiert. Schaut sich auch meine anderen Videos an. Gut, ich werde euch das Ganze jetzt einmal ein bisschen näher stellen und wir machen einmal da ein Unboxing und ich zeige einmal alles, was da dabei ist. Ja, das ist nun das gute Stück. Und jetzt packen wir das Ganze mal aus. Ich habe es natürlich schon mal raus gehabt, ich habe schon ein paar Nachtaufnahmen damit gemacht. Aber ich habe es wieder so einpackt, wie es eigentlich war. Wir haben eine wirklich schöne Verpackung mit Magnetverschluss. Also wirklich sehr hochwertig. Dann haben wir das eine kleine Beschreibung quasi drin, wo man gleich einmal schauen soll, dass man den gelben Pfropfen, diese Sicherung vom Akku rausnehmen soll, dass da nichts passiert. Ja, da haben wir das da jetzt einmal. Schönes Taschel gleich dazu, wo man Gürtelschlaufen, wo man es direkt einfädeln kann oder gleich hinten durch beim Gürtel, dass es fix drauf ist oder mittels einem D-Ring. Also wirklich schön durchdacht, ein kleines Drainagelöcherl unten, falls einmal nass wird. Und eigentlich ein super Clip ist mir aufgefallen, der wird wunderschön durch den kleinen Bandel da gehalten, dass man das wirklich super aufmachen kann. Und dann hat man schon das gute Stück einmal heraus. Tolles Stück, diese Olight Seeker 2 Pro in Blau. Das Blau ist wirklich gigantisch. Und als erstes nehmen wir da hinten mal gleich die Sicherung raus. Das ist so eine gelbe Abdeckung. Als Transportschutz ist das. Kann mir auf Zeiten geben, geht natürlich mit an. Und dann ist das Ganze auch schon einsatzbereit. Wir haben hier oben einen Druckschalter zum Sehen, der wunderbar zum Bedienen ist. Und weiters haben wir da auch noch eine schöne Anzeige, in was für ein Betriebszustand wir gerade sind. Da mal ein bisschen durchzappen. Und da zeigt es jetzt wunderschön an in Akkuverbrauch. Und auf der herüberen Seite zeigt es ja, in was für ein Zustand wir uns befinden. Also je ein LED, einmal haben wir im Moonlight-Modus, da leuchtet es, im Medium ist, in Low ist es noch genauso, in Medium, da haben wir jetzt zwei Lampen, dann haben wir in High, da haben wir jetzt drei Lampen und mit einem Doppelklick kommen wir in Turbo, da haben wir jetzt vier Lampen. Mit einem längeren Druck ist die Lampe gesperrt und das quittiert es auch da mit einer roten LED. Also ich finde, das ist sehr gut gelöst. Die Lampe ist relativ handlich, klar. Also wirklich für 3200 Lumen gewaltig, muss ich sagen. Wir haben da solche Silikoneinsätze, die hält sich auch verdammt gut. Gefällt mir sehr gut und was das Besondere ist, wir haben da drei LEDs verbaut und die geben wirklich mächtig Power. Seht ihr dann nachher eh. Akku ist verbaut, ein 21.700er. Also das ist ja ein gewaltiges Ding. 3,6 Volt und 5000 mA. Also der gibt schon ordentlich Stoff, das kann ich verraten. Ja, was haben wir in den ganzen Packerl noch dabei? Was gibt es noch darüber zum sagen? Wir haben so eine TIR-Linse, nennt sich das Ganze. Kann ich euch nicht sagen, so technisch bin ich nicht bewandt, aber nennt sich halt TIR-Linse und macht gewaltig Dampf, muss ich gestehen. So, packen wir mal weiter aus, was noch dabei ist. Nehmen wir die Lampen auf Seiten. Wir haben zwei Packerl herinnen, ein
Beschreibung. Und wir haben da hinten schön aufgeführt, was für Leichtstufen das sind. Da könnt ihr jetzt einmal kurz auf Stopp drücken und könnt euch das genau durchlesen. Aber ich zeige euch das dann beim Nachtest. Schreibe ich auch noch genau dazu, welche Stufen da gerade in Verwendung sind. So, was haben wir da herinnen? Das haben wir alles raus, was da ist. Wir haben da das Ladekabel mit dem Magnet. Das ist überhaupt super, weil das findet genau die richtige Position. Passt immer. Mit USB-Anschluss dürfte er relativ lang sein. Ich habe es noch gar nicht offen gehabt. Schauen wir mal. Oh ja, ich sage einmal, so einen guten Meter wird es sein. Guter Meter. Dann haben wir da noch was. Also, Mikrofaser durch zum Reinigen. Das braucht man wahrscheinlich für diese L-Dock-Station, was da noch dabei ist. Das finde ich überhaupt super. Also, das ist das Teil. Das nennt sich L-Dock. Kann man auch verwenden an die Wand zum Schrauben. Da haben wir auch Schrauben dabei und Düppeln sind da mit dabei im Lieferumfang, kann man es an die Wand schrauben. Und dann sind auch noch so Führungsklemmen, nennt sich das, glaube ich. Dann haben wir so eine raus. So Führungsklemmen, wie man das Kabel dann viel schöner verlegen kann, dass das nicht so in der Weltgeschichte herumkugelt. Man kann es so montieren, dass es quasi steht. Aber man kann es natürlich auch umgekehrt montieren, dass es hängt. Und da oben drauf kommt natürlich das Kabel und das kann man dann mittels diese zwei Verbinder, Wandverbinder mit Glätt, also mit doppelseitigem Klebebandel irgendwo schön verlegen. Jo, was haben wir noch dabei? Ja, das sind so, nein, ich nehme es halt raus, was ihr seht. Halt, man kann es auch mittels einem Doppelklebeband auch, was auch da hinten drauf ist, auch irgendwo anbieten und eine glatte Fläche. Da hat man noch einmal eins mit Gummi und das sind diese Schrauben für die Wand. Die werde ich da mit auch reinschmeißen, dass wir da nichts verlieren. Und da haben wir das Reinigungstiefel, dass man das früher alles putzen kann. Es ist da eine genaue Beschreibung dabei, was man da, wie man das alles macht. Aber das könnt ihr euch dann, wenn ihr es habt, selber anschauen. So. Und die Beschreibung, die ist natürlich auch in Deutsch. Machen wir das einmal schnell weg. Die gibt es in mehrere Sprachen. Und auch in Deutsch das Ganze. Da ist noch einmal alles genau beschrieben. Und ja, Beschreibungen, ich weiß nicht, wer es liest. Ich bin da eher weniger der Typ. Ich bin der, der das Ganze probiert. Ja. Ich zeige euch das jetzt einmal kurz am Tag, also wenn wir da einmal drücken, haben wir den Moonlight-Modus. Wenn wir noch einmal drücken, sind wir im Low, beim dritten Mal im Medium. Ich werde das ein bisschen wegholen, dass wir nicht in die Kamera leuchten, sonst ist die blind. Dann haben wir den High und mit dem nächsten Klick, also mit dem Doppelklick, sind wir im Turbo-Modus, was uns auch die Lampen immer schön anzeigen, also das gefällt mir wirklich gut. Ich mache da ein bisschen zurück, dass das Bild wieder heller wird. Und ja, es gibt dann auch nochmal den Dreifachklick, dann sind wir in den Strobo-Modus. Dann muss ich noch weiters dazu sagen zu den USB-Ladekabel. Das hat da oben ein LED eingebaut, das leicht einmal rot oder grün, also rot, wenn es gerade lohnt. Und grün, wenn es voll ist. Ja, ich finde es ein sehr tolles Teil. Gefällt mir wirklich sehr gut. Es gibt jetzt am 29.05. so einen Flash-Verkauf.
Da gibt es diese Lampen um 40% billiger im Bundle mit einer anderen Lampe. Mal dazu oder Bandana. Und habe auch unten in meiner Beschreibung die ganzen Features, was da billiger jetzt gibt. Packe ich alles unten in die Beschreibung. So, jetzt halte ich euch nicht mehr länger auf, sondern wir schalten jetzt gleich um in die Außenstelle und dort werdet ihr einmal sehen, wie das Ganze in der Nacht ausschaut. Ich sage an dieser Stelle aber schon mal danke fürs Zuschauen. Man sieht sich. Ja, Freunde, wir sind jetzt am freien Feld heraus und ich versuche da jetzt irgendwie das zum Einfangen, was gar nicht so einfach ist. Ich habe das jetzt einmal probiert, aber ich versuche es und mache einmal mein Bestes draus. Also wir fangen dann gleich einmal mit kleinsten Modus an, mit Moonlight. Moonlight-Modus, wo man noch nicht viel sieht. Dann, das ist Low. Dann haben wir noch Medium. Wird schon heller, ich leuchte dann eher noch weiter vier. Dann haben wir noch High. Und dann haben wir noch in Turbo Boost. So, wir fangen an mit Moonlight. Da wird die Kamera wahrscheinlich noch nicht viel sehen. So, jetzt wird es wahrscheinlich schon ein bisschen besser werden. Der Low-Modus. Dann haben wir ein Medium. Dann haben wir ein High. Ich denke, da sieht man schon wieder ein bisschen mehr. Und jetzt nehmen wir noch in Turbo. Da schaut schon noch besser aus. Wenn wir da mal ein bisschen dran im Turbo-Modus. Schauen wir ein bisschen die Straßen entlang. Also da ist schon ganz schön viel Dampf dahinter. Und da haben wir die andere Richtung. Ja, schaut nicht so schlecht aus. So, ich stehe jetzt circa so 2 Meter vor so einem Schranken im Moonlight-Modus. Im Low-Modus. Medium. Also im Medium sieht man schon gewaltig viel, das ist schon ausreichend. Hey, ich sehe schon ein Wahnsinn. Es kann, glaube ich, die Kamera gar nicht so einfangen, wie das wirklich ausschaut. Und da Turbo-Name. Also da sieht man schon gewaltig weit. Das ist dann noch der Stroboskop, wer es braucht, ja. Er gibt natürlich auch schick aus. Jo Freunde, ich hoffe, dass ich ein bisschen was zeigen habe können, was die Lampen alles kann. Ich weiß auch nicht, ob das so umkommt, aber auf alle Fälle, die hat mächtig Dampf. Also, das ist ein Wahnsinn, das Teil. In dem Sinne sage ich mir wieder, danke fürs Zuschauen. Man sieht sich. Ciao.